Waren Sie auch so ein bisschen empört darüber, dass jemand es bezweifeln kann, dass dieser Krieg noch zu gewinnen ist? Wir haben natürlich auf der Stube über solche Dinge diskutiert. Wenn der Wehrmachtbericht kam und wir hörten, an der Ostfront geht es immer weiter zurück, was soll das werden? Aber wir waren optimistisch, bis auf zwei, drei Kameraden. Da gab es ja auch eine Szene nach dem 20. Juli. Wir waren alle entsetzt. Wie kann man auf unseren Führer ein Attentat verüben? Ist ja unmöglich. Und da war der Fred aus Köln, kann ich mich noch genau erinnern. Er kam vom Bombenurlaub zurück, weil seine Eltern ausgebombt waren. Dann kriegte man zwei Tage Bombenurlaub. Und dann sagte er nur, na, leider ist ja der Nebel gegangen. Da haben wir, was sagst du da? Bist du verrückt? Sind sie alle wie verrückt auf den los? Und er sagt, ja, das ist meine Meinung. Der Krieg ist doch verloren. Und du willst Offizier werden? Sag mal, was soll das denn? War einer der Besten aus dem Lehrgang, der war schon Gefreiter geworden. Das war also schon eine Auszeichnung. Und da waren wir entsetzt. Aber das war ein kurzes Zwischenspiel, da war das vergessen. Wie war denn Ihre Einstellung? Sie sagten nur kurz, Sie waren Optimisten. Also wie hatten Sie sich den weiteren Verlauf des Kriegs denn damals vorgestellt? Ja, wir haben immer noch an den Endsieg geglaubt. Es ist unglaublich heute, wenn man das hört. Aber wir haben bis zum Schluss geglaubt. Noch in Posen in der Festung haben wir an einen Entsatz geglaubt, dass man uns raushaut. Man glaubte an die Vergeltungswaffen, die uns immer vorgegaukelt wurden, die ja auch da waren, aber viel zu wenige. Was hat man denn mit dem Begriff Endsieg verbunden? Also dass jetzt das Deutsche Reich wieder alle Landverluste sozusagen rückgängig macht und wieder nach Russland marschiert? Oder wie hat man sich das denn vorgestellt? Zuerst, dass wir mal die Gebiete, die man uns abgenommen hatte, wiederbekommen. Zum Teil hatten wir sie uns ja schon im Frieden und dann am Anfang des Krieges zurückerobert. Aber mehr haben wir darüber nicht nachgedacht. Ich kann mich nur erinnern, dass wir auf der Kriegsschule mal gesponnen haben und haben gesagt, na, wenn es so weitergeht, da war der Krieg ja noch nicht verloren. Das war im November 1944. Die Front stand still in Russland. Wir haben gesagt, es gibt eine neue Offensive, wir marschieren wieder vor. Und haben uns vorgestellt, wenn wir dann als Hauptleute oder Majore nachher ein Stück Land in Russland beherrschen, irgendwo Stadtkommandant in Minsk sind, so haben wir gesponnen, das haben wir uns vorgestellt. Gab es dann vielleicht auch den Gedanken, na, wenn wir erstmal zum Zug kommen, wenn wir erstmal im Fronteinsatz sind, dann sieht es alles ganz anders aus? Nein, das haben wir nicht gesagt, denn es waren ja viele gute Offiziere da, die wir kannten und viele Vorbilder. Also das war nicht unsere Meinung. Nur nach dem 20. Juli haben wir befürchtet, dass diejenigen, die jetzt den 20. Juli angezettelt haben, da gab es ja auch noch viele andere, die nicht erwischt worden waren, dass die das Sagen hatten und dass der Verrat immer mehr überhand nehmen würde. Insofern waren Sie auch damals dafür, dass die verfolgt werden? Selbstverständlich, ja. Für uns waren das Verräter.